Heute wird es brandgefährlich. Na okay, doch nicht. Unter der Verpackung verbirgt sich das Eastbook 2 von Jumper. Glücklicherweise nicht nur in Chinesisch gehalten, sondern auch in Englisch. Das Jumper Book ist bestückt mit dem Arton Z8350, einem 14,1 Zoll Display, welches in Full HD auflöst, 4 GB RAM, 64 GB Flashspeicher, Windows 10 und einem 10.000 mAh Akku. Das reicht für einen Film schauen oder ein bisschen länger surfen, 4 bis 6 Stunden sind definitiv drin. Mitgeliefert wird dieses 3 Ampere Netzteil zum Laden. Der Papierkram primär in Chinesisch. Trotz des vielen Plastiks ist es nicht viel leichter als ein MacBook Air. Muss an dem großen Display liegen. An der linken Seite befindet sich die Ladebuchse, der USB 3.0 Port sowie der HDMI Out. Auf der rechten Seite Micro-SD-Kartenslot, 3,5 mm Kopfhörerausgang und ein USB 2.0 Port. An Bord befindet sich zusätzlich noch WLAN und Bluetooth 4.0 und eine Frontkamera, die jedoch selbst für Videotelefonie eine zu schlechte Auflösung hat. Ein Mikrofon und Lautsprecher sind auch verbaut, die Qualität sehen wir später. Die Plastikoberfläche ist natürlich nicht so stabil wie der Unibody eines MacBooks. Das Anschlaggefühl der Tasten ist großartig und unterscheidet sich kaum von besagtem. Oberhalb der Tastatur 3 LEDs für den Zustand und 2 Löcher für die Mikrofone. Auffallend, keine Querztastatur. Das kann noch heiter werden. Der Windows-Erststart dauert ganz schön. Trotz der Vorinstallation muss man eine Menge einrichten. Dank des Sprachassistenten und der guten Lautsprecher geht dieses jedoch sehr einfach. Lass uns nun die Verbindung mit einem Netzwerk herstellen. Auf diese Weise kannst du so schnell wie möglich Updates, Apps und Katzenvideos erhalten. Wie wäre es mit dem ersten Element in der Liste? Möchtest du das verwenden? Nein. Okay. Wie wäre es mit dem nächsten Element in der Liste? Okay. Gib nun deine Anmeldeinformationen ein. Du bist nun verbunden und wir können nach Updates suchen. Vergleichen wir die Geräte doch mal side by side. Also den Designgeber und diesen Nachbau. Optisch unterscheiden sich die beiden nämlich kaum. Natürlich sind die Scharniere beim MacBook um einiges besser. Und qualitativ ist es auch 10-mal besser. Aber für gerade mal 170 Euro hätte ich beim Jumper weitaus Schlechteres erwartet. Zur allgemeinen Leistung des Laptops sollte man nicht zu viel erwarten. Reviews über den Z8350 habe ich zu Genüge gemacht. Basisspiele gehen, sowohl Office, Videos schauen, YouTube, alles kein Problem. Sollte es jedoch anspruchsvoller werden, geht er direkt in die Knie.